Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren, vielleicht ein bisschen runter noch, dann geht's besser. Verehrte Damen und Herren, achso, man muss selber machen. Was muss man da machen? Ich dachte, wer war denn hier vorher? Herr Auerhammer, wo ist er? Okay, ich fange nochmal an. Kann man das? Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, verehrte Damen und Herren. Leider ein ernstes Thema. Was haben folgende Personen gemeinsam? Ojub Titew, russischer Menschenrechtler, der wegen absurder, konstruierter Vorwürfe in einem tschetschenischen Gefängnis sitzt. Selahattin Demirtas, türkischer Oppositionspolitiker, der eigentlich im türkischen Parlament sitzen sollte, aber jetzt im türkischen Gefängnis sitzt. Und Ilgar Mammadov, Oppositionspolitiker aus Aserbaidschan, der immer noch auch in Aserbaidschan nicht mehr im Gefängnis ist, aber unter Hausarrest. Was haben die gemeinsam? Für all diese bedrängten und unterdrückten, mutigen Menschen gibt es eine letzte Hoffnung. Und diese letzte Hoffnung für diese Menschen ist als letzte Instanz der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Eine Institution, nicht wie so manche glauben der Europäischen Union, sondern eben eine Institution des Europarats, dessen 70-jähriges Jubiläum wir begehen. Heute parallel die Ministerkonferenz in Helsinki mit Außenminister Heiko Maas. Ähnlich wichtig sind auch andere Institutionen des Europarats zum Schutz von 820 Millionen Menschen, die oft gar nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden. Wie viel wüssten wir eigentlich über die Lage in den Gefängnissen, in den Mitgliedstaaten des Europarats, wenn es nicht das Anti-Folter-Komitee CPT geben würde? Wie viel schlechter wäre es um die Lage des Rechtsstaats und der Demokratie bestellt, um Justizreformen in Bulgarien, Georgien, Polen und anderswo, wenn es nicht die Experten der Venedig-Kommission, auch eine Institution, die am Europarat angegliedert ist und nicht bei der Europäischen Union, geben würde? Wie könnten wir Korruption bekämpfen, wenn es nicht GRECO gäbe? Und so weiter und so weiter. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will es rundheraus sagen, der Europarat ist in seinem 70. Jahr des Bestehens in einem bemitleidenswerten Zustand. Er leidet unter Angriffen derjenigen, die sich zwar gern mit dem Titel des Europarats schmücken, aber seine Werte mit Füßen treten. Aber, und das ist Selbstkritik, er leidet eben auch darunter, dass viele Staaten in der Vergangenheit den Europarat mit Missachtung gestraft haben, eben auch die Staaten, wo es eigentlich ganz vernünftig lief mit den Menschenrechten. Und ich komme nicht umhin zu sagen, dass das nicht als Alleinstellungsmerkmal, aber ein Stück weit auch für Deutschland gegolten hat, wie für andere Länder auch. Das ändert sich gerade. Diese Debatte heute ist Ausdruck davon. Und ich will ausdrücklich Außenminister Heiko Maas stellvertretend für das Auswärtige Amt dafür loben, dass sich Deutschland gerade als Reformmotor innerhalb dieses Europarats im Vorfeld der Präsidentschaft 2020 betätigt. Ich will aber auch ausdrücklich loben das Engagement der Kolleginnen und Kollegen, der Parlamentarier und Parlamentarier hier unter Leitung von Andreas Nick. Ich glaube, wir spielen wirklich eine gute Rolle, jedenfalls mittlerweile in der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, und tragen dazu bei, dass diese Organisation in eine gute Zukunft geführt wird. Der Europarat mit seinen heute 47 Mitgliedern war lange eine Schönwetterorganisation. Nicht so, dass früher immer alles ganz einfach war, aber im Verhältnis zu heute war es eine normale Organisation mit normalen Prozederen. Zwischen 1949 und 1990 gab es eine Phase, wo es Probleme gab mit der einen oder anderen Militärdiktatur. Im Großen und Ganzen hatte man aber Staaten versammelt, die sich auf den Weg gemacht haben, noch demokratischer zu werden, als sie es schon waren. Dann gab es 1990 beginnend eine Phase, wo osteuropäische ehemalige Diktaturen dazugekommen sind und heiß waren auf diesen Europarat, auf die Werte von Demokratie und auf eine Organisation, um davon entsprechend zu lernen. Das hat sich aber nach meiner Einschätzung geändert mit Beginn der 2000er Jahre, als es eine gewisse Abkühlung gab, ein gewisses Desinteresse an den Werten des Europarats. Und in den letzten 5 bis 10 Jahren erleben wir eine aggressive Abwendung von diesen Werten in einigen der Mitgliedstaaten, eben leider gepaart mit einer gewissen Interesselosigkeit bei anderen Staaten. Und das ist dann eine Situation, die durchaus, wie ich jedenfalls finde, zu der tiefsten Krise während des Bestehens des Europarats geführt hat. Das liegt im Übrigen nicht an der Institution selbst, die ist super. Und man müsste sie eigentlich erfinden, wenn es sie nicht schon längst gäbe, sondern es liegt wirklich an den Mitgliedstaaten, die ihre Wertebasis, ihr Wertefundament verlieren, wo es jedenfalls erodiert. Und das kann dann natürlich am Ende nicht ohne Auswirkungen auf die Organisation
als Ganzes bleiben. Deswegen mein klarer Warnruf und Weckruf. Diese Organisation steht am Scheideweg. Wenn wir die Werte des Europarats, Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit erhalten wollen, wenn sie so unter Druck stehen, dann müssen wir uns entscheiden. Brauchen wir diese Organisation oder kann die weg? Und wenn wir diese Organisation brauchen, dann müssen wir alles tun, um diese Organisation gerade im 70. Jahr des Bestehens entsprechend zu stärken. Und das ist unsere Aufgabe jetzt hier und heute und in den nächsten Monaten. Das ist das, was gerade heute auch in Helsinki besprochen und diskutiert wurde. Und dabei geht es im Übrigen nicht nur um Russland. Wenn wir über den Europarat gerade reden, überhaupt, dann wird über Russland geredet. Russland ist ein Problem, ja, aber Russland und die Probleme mit Russland sind eher ein Synonym für die Probleme der Gesamtorganisation. Ich glaube, es gibt drei Herausforderungen, noch ein paar mehr, aber drei zentrale Herausforderungen, denen wir uns jetzt stellen müssen. Erstens, wir brauchen einen Mechanismus, und zwar einen gemeinsamen Mechanismus zwischen der Parlamentarischen Versammlung, also uns, und der Vertretung der Regierungen als Antwort auf die Staaten, die fundamentale Regeln und fundamentale Werte in fundamentaler Art und Weise brechen. Diesen Mechanismus haben wir nicht. Die Parlamentarische Versammlung hat alleine was gemacht, was uns aber am Ende in eine schwierige Lage als Organisation insgesamt geführt hat. Wir brauchen einen solchen glaubwürdigen Mechanismus. Daran wird akut gearbeitet. Und als Zweites brauchen wir eine Antwort, wie wir mit der finanziellen Schwindsucht der Organisation umgehen. Diese Organisation hat einen Haushalt vergleichbar der kleinen, aber feinen Stadt Castrop-Rauxel, aus der ich komme. Nun kann man nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, es gibt keine Sozialausgaben oder sowas, die der Europarat hat, aber Castrop-Rauxel hat etwa 75.000 Einwohnerinnen und Einwohner, der Europarat 820 Millionen, der Haushalt ist in etwa gleich. Da stimmt irgendetwas nicht. Wir geben zu wenig Geld aus für diese wichtige Institution Europarat, und das führt aktuell dazu, dass wir ernsthaft darüber diskutieren, die Jugendorganisationen abzuwickeln oder sie zumindest einzuschränken. Diese Organisation hat zwei Büros, eins in Straßburg und eins in Budapest. Der Vorschlag oder eine der Vorschläge ist, das Büro in Budapest zu schließen. Und nicht, weil Orbán es schließen will, sondern weil die Organisation nicht in der Lage ist, es zu finanzieren. Das kann ja wohl nicht wahr sein, liebe Kolleginnen und Kollegen. Da müssen wir einschreiten und müssen für eine vernünftige Finanzierungsbasis sorgen. Und die dritte Herausforderung ist das Thema der Korruption. Und dieses Hohe Haus hat sich ja mit dem Thema leidlich beschäftigt. Und ich finde, weiterhin ist es eine Schande und beschämend für uns alle, dass Abgeordnete in diesem Parlament unterwegs waren im Auftrag von Autokraten, zum Beispiel aus Aserbaidschan. Das sind aber sozusagen einzelne Fälle, mit denen muss man sich beschäftigen. Das haben wir auch getan. Wir brauchen aber einen dauerhaften, belastbaren Antikorruptionsmechanismus. Korruption gibt es überall. Aber wir brauchen gerade in dieser Organisation, die gegen die Korruption eintritt, einen belastbaren Mechanismus. Das ist die Aufgabe, die wir jetzt vor uns haben. Wenn wir diese drei Dinge leisten, wenn wir auf der einen Seite sagen, neue Mechanismen, sagen wir mit den bösen Buben umzugehen, zweitens eine neue, vernünftige finanzielle Basis und drittens eine klare Antikorruptionsagenda, dann wiederum glaube ich, dass wir aus diesem Krisenjahr am Ende auch gestärkt hervorgehen können und diese wichtige Institution, die wir ganz dringend brauchen, erhalten und auch stärken können. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schwabe. Der nächste Redner, der Kollege Ulrich Öhme, AfD-Fraktion.